Der erste, der kackt beinahe in der Dusche ab. Der zweite schiebt einen Krampf und beißt sich seine halbe Zunge ab. Der dritte schwört, dass er und Saddam Hussein mal Kumpels war. Und dass mein Kopf perfekt in seinen Rucksack passt. Real Talk. Und keiner von denen will sich abends was zu essen holen. Sie warten an der Rezeption auf Tavo oder Methadon. Was wir auf jeden Fall noch machen, das will ich jetzt zuerst machen. Ups, was gebe ich jetzt hier ein? Danke an alle, die es geteilt haben, Alter. Oh. Reactions reinziehen. Ey, ich hab sie nicht geguckt. Aber die gucke ich jetzt. Tati! Ciao. So, once again, back out the Incredibles, Tatli Tatat und Jiggy DJ Jackson, Alter, back at it. Ich bin wirklich gespannt dazu. Ich bin wirklich darauf gespannt, was Tatl zu LMAA sagt, weil ich finde, dass LMAA einer der untypischsten Jiggy-Songs ist, der auch so von der Thematik her vielleicht ein bisschen untypisch für mich ist, ein bisschen arg auf Flex angelehnt. Und so vom Soundbild, glaube ich, ist es viel zu ruhig und viel zu komisch für ihn. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er den Song nicht so abfeiert. Ich bin aber gespannt, ob wenigstens er, weil ich finde schon, dass die Lyrik in dem Track sehr gut ist. Also auch wenn das Thema vielen nicht gefällt, finde ich die, oder manchen nicht gefällt, finde ich die Lyrik eigentlich sehr, sehr gut. Und ich finde, dass da auch wenn sie nicht so krass delivered sind oder an so krassen Stellen sitzen oder so zum Vorschein gebracht worden sind, sind da echt gute Zeilen drin. Und mal gucken, ob das My Lovely Lovely One Tadly Tatat erkennt. Wollt ihr, dass wir uns jetzt das LMAA von J. Jiggy auch noch angucken? Leck mich am Arsch wahrscheinlich. Leck mich im Arsch. Wie? Leck mich im Arschloch drinne. Mozart einst schrieb. Wusstet ihr das? Dass Mozart einen Track hat, der Leck mich im Arsch heißt? Moment, ich guck mal ganz kurz. Leck mich im Arsch. Mozart, leck mich im Arsch. Kanon in B-Flat. Leck mich im Arsch ist ein sechsstimmiger Kanon von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja? Daran ist mein Song orientiert. Das checken halt auch nur die wenigsten. Ja, das war der Moment, wo Mozart da saß und sich so dachte, ey, fuck off, ich habe keinen Bock mehr auf die Hater. Ich schreibe jetzt einen Bob namens Leck mich im Arsch. Ich kann den mal einmal ganz kurz irgendwie anmachen. Komm. Leck mich im Arsch. Was? Das heißt, ja. Was ist das, alle Junge? Nur wenn Brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens. Moment, das ist gar kein so, leck mich im Arsch, das ist so, ey, leck mich im Arsch. Bro, leck mich im Arsch, lass uns Freunde sein. Lass uns Freunde sein und leck mir die Kimme, du Drecksau. Was geht denn jetzt ab? Also das habe ich echt nicht gewusst. Come the fuck on, Mozart! Ja, mach den. Ja, okay. JG. Okay, ich bin wirklich gespannt. Das Intro hat mich jetzt unterhalten. Ich bin gespannt, was er sagt. Real Talk. Ich könnte mir vorstellen, dass er das ein bisschen ins Lächerliche zieht, irgendwie. Jetzt auf einmal ist das so gesampelt. Leck mich im Arsch. Der Fingermove, Digga. Ja? Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ach, ich bin wach und schreib Tracks. Meine Freundin sagt, Schatz, komm ins Bett. Ja, ja. Keine Zeit, Baby, ich mach gerade Cash. 30 Riesen in der Wand da versteckt. Ja, ja. Stopf Geld in die Kissen. Ja, ja. Nur Bares ist wahr. Ja, ja, ja. Will von Banken nix wissen. Ja, ja. Heißt, leck mich am Arsch. Ich finde es immer schön, dass sein Chat auf jeden Fall den Song schon mal feiert. So, bis jetzt nur gute Kommentare. Arsch. Ich hatte mein Geld auf der Bank, aber Zinsen hab ich keine mehr. Der Boss gönnt sich ein Cappuccino an der Klippe. Eben kurz was an der Hook nochmal hören, das hat mich kurz verwundert. Und schreibt Tracks, meine Freundin sagt, Schatz, komm ins Bett. Ja, ja. Keine Zeit, Baby, ich mach gerade Cash. 30 Riesen in der Wand da versteckt. Ja, ja. Stopf Geld in die Kissen. Ja, ja. Nur Bares ist wahr. Ja, ja. Dass er da sagt, nur Bares ist wahr. Also es macht Sinn mit dem Reim danach, aber auch wegen dem Kissen hatte ich da Wahres erwartet, so, um in demselben Flow zu bleiben. Aber mir ist gerade aufgefallen, in der Bar davor. Cash, 30 Riesen, Schatz, komm ins Bett. Er analysiert mehr, also ist gut. Tadli tatat, gut, gut, gut. Schön rein in die Materie, schön rein ins Arschloch. Da macht er das mit Bett. Schatz, komm ins Bett. Mach gerade Tracks oder mach gerade Cash oder irgendwie sowas. Da ist er auch auf dem Einsilbigen. Deswegen macht er nur Bares ist wahr, anstatt Wahres. Aber ich war gerade verwirrt wegen Kissen. Was habe ich gerade richtig... Moment mal, auf dem Einsilbigen.
krass, also das ist ja wirklich, also ich hatte gerade wirklich ernsthaft Probleme, so ihm zu folgen, Alter, das kommt ja echt nicht, das kommt ja echt selten vor, dass mal jemand hier irgendwie so fachsimpel, dass ich ihm nicht folgen kann, aber jetzt habe ich es gerafft. Das Einsilbige bezieht es nicht auf die einsilbigen Reime, sondern auf das einsilbige Wort. Bett, Cash, ja, ja, vergessen, nur Bares ist Wahres, ach so, ja, Bares ist Wahres. Ja, aber das AB-AB-Reimschema, irgendwie habe ich so mehr gegroovt. Ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich fand den Groove eigentlich so geil. Ich war gerade verwirrt wegen Kissen. Was habe ich gerade richtig weird auseinanderklamüsert, aber ihr ahnt, was ich meine. Geht gerade gar nicht um Reime, sondern um Silbensetzung. Ich hatte das Gefühl, dass da was Zweisilbiges kommen müsste, wegen dem Kissen davor. Und dann sagt er auch noch was, was man normalerweise zweisilbig sagt, nämlich nur Bares ist Wahres. Stimmt. Das Wort, die Redewendung existiert so gar nicht eigentlich. Nur Bares ist Wahres. Das heißt, nur Bares ist Wahres eigentlich, ja. Warum habe ich denn das nicht gesagt? Ich weiß nicht. Keine Zeit, Baby, ich mach gerade Cash. 30 Riesen in der Wand da versteckt. Ja, ja. Stopp. Kennst du dieses Ja, ja? Ist wie so den Homies, den ich das hier bei mir vorgespielt habe. Die haben auch immer direkt dieses Ja, ja, direkt so mitgemacht. Das ist halt voll der Aufhänger, so, ne? Geld in die Kissen, ja, ja. Nur Bares ist Wahres, ja, ja. Will von Banken nichts wissen, ja. Naja, halt auch gepasst halt so, aber ich weiß nicht. Für mich wäre das irgendwie nicht der coole Groove. Für mich war dieser abgeschnittene Groove, dieses einsilbige und damit so wie so einen kleinen Cut zu setzen, irgendwie mehr Grind, Alter. Ja, heißt leck mich am Arsch. Oh, AB-AB-Schema. Oh. Ich hatte mein Geld auf der Bank, aber Zinsen hab ich keine mehr. Zack, war ich broke homes und plünderte mein Sparschwein leer. Füllen sich die Taschen mehr? Komm mir nicht mit Steuer, weil ich hinterziehe, so wie bei der Zündung von einem Rasenmäher. Ey, ich hinterziehe, wie bei der Zündung eines Rasenmähers. Irgendein Battle-Rapper hat mal gesagt, boah, ich weiß nicht mehr genau den Vergleich, aber irgendwie sowas in Richtung von... At this moment he knew he fucked up. Aber das ist so. Schade. Schade, dass es immer bei guten Zeilen so der Fall ist. So. Es ist wie, als würde ich im Flugzeug sitzen, denn um aufzusteigen, muss ich Steuer hinterziehen. Irgendwie sowas. Das fand ich auch doof. Ah, okay, krass. Das ist eigentlich noch besser. Das ist eigentlich fast noch besser. Steuer hinterziehen. Warum bin ich denn da nicht drauf gekommen, Digga? Was für ein Rasenmäher? Warum, was will ich denn mit dem Rasenmäher? Das ist doch viel geil, Steuer hinterziehen. Das ist gut, Alter. Weil das auch noch so ein geiles, noch ein geileres Bild irgendwie in den Kopf wirft. Das ist noch griffiger. Ist eigentlich besser, muss ich sagen, Digga. Ich glaube, Brian Damage hat das gerappt. Ja, der Chatty schreibt auch Brian Damage, Alter. Im Bad Bars Battle, glaube ich sogar. Und das ist so gesehen nicht mal eine Bad Bar. Heißt, leck mich aber die am Reime Arsch. Waren gerade auch gut. Ich hatte mein Geld auf der Bank, aber Zinsen hab ich keine mehr. Zack, war ich broke homes und plünderte mein Sparschwein leer. Da haben Flixi und ich letztens noch drüber geredet. Er sagt, Zinsen hatte ich keine mehr, plünderte mein Sparschwein leer. Es gibt nichts Schöneres, das ist jetzt ein Flixi-Zitat. Es gibt nichts Schöneres, als hin und wieder mal ein I auf ein Ü zu reimen. Was macht er da? Zinsen und plündert. Das geht auch voll fit. Das geht auch voll fit. Das geht genauso wie O auf Eu geht auch in manchen Situationen. Da gibt es viel. Oder manchmal geht auch Y auf I und so. Das ist einfach, keine Ahnung, also die Freiheit nehme ich mir. Mich stört das auch überhaupt nicht so. Zum angeguckt, sobald ich mal was zahlen muss, weil ich einen dicken Batzen bunter Scheine anstatt Karte nutze. Wenn ich mal was zahlen muss, werde ich dumm angeguckt, weil ich einen dicken Batzen bunter Scheine anstatt Karte nutze. Ich weiß ja nicht, ob das Real Talk ist, aber ich persönlich bin das komplette Gegenteil. Es ist immer so... Also jetzt mal for real, ne? Wenn ich jetzt mal hier zu dem Track was sagen darf, ne, zu dem Track. Dieser Track... Den habe ich geschrieben, als es bei mir so angefangen hat, im größeren Stil angefangen hat, mit Finanzamt, Steuern, Steuerberater, Steuerrückzahlung, Einkommenssteuer, die Steuer, diese Steuer, jenes Steuer, Steuer hier, Steuer da, Steuer tralalala. Und ich gedacht habe, Junge, wie wollt ihr einem Ex-Klapsenvogel, Alter, der mit Ach und Krach weiß, wie man aufsteht und sich einen Arsch abwischt, wie wollt ihr dem erklären, wie dieses Steuerrecht in Deutschland funktioniert? Mir platzt die Hirndecke auf, Alter. Ohne Spaß, Alter. Ich hab gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Das treibt jeden gesunden Menschen in den Burnout. Wie soll ich das verstehen, Alter? Und dann ging mir das so auf den Sack, dass ich diesen Track geschrieben hab, halt. Und natürlich ist der Track, sagt man dazu fiktiv oder das ist natürlich pures Entertainment. Also nicht pures, also es ist hat derartig übertrieben. Ich habe weder hier 50 Riesen im Parkettboden, noch habe ich 30k in irgendeiner Bank, in irgendeiner Wand drinne. Es ist einfach nur übertrieben und ich war ein bisschen, was heißt erstaunt darüber. Oder ja, scheinbar ist dieser Humor, dieser offensichtliche
Humor-Flex nicht ganz rübergekommen, so, ne? Natürlich steckt da auch ein bisschen Flex hier und da drin, so mit dem, wie viel Money ich jetzt mache und so, ne? Aber eigentlich ist das Ganze als eine einzige Übertreibung und als eine einzige Unterhaltung zu betrachten. Und scheinbar kam das nicht so an. Ich habe nur meine Karte. Es ist immer dieses, ach fuck, da kann man nicht mit Karte bezahlen. Okay, dann, ja, sorry, dann kann ich da jetzt leider nicht essen. Also das Problem gibt es ja auf Madeira nicht mehr, weil man überall mit Karte bezahlen kann. Das ist so ein Deutschland-Ding, dass es immer noch so Shops gibt, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Zumindest hatte ich da das Problem. Ich bin auch eher der Kartenzahler, sage ich ganz ehrlich. Häufiger mal. Hier jetzt ist halt, ist halt einfach immer mit Karte, überall. Aber ich habe manchmal das Problem, dass man mit der goldenen Mastercard irgendwie Homie bezahlt was und man möchte eigentlich zusammenlegen und ich habe dann kein Bargeld zum Zusammenlegen. Oder irgendwie die Uber-App oder Bolt-App oder so funktioniert gerade nicht und dann muss ich mit Taxi fahren, aber ich habe kein Bargeld, um fucking Taxifahrer zu bezahlen. Und Werbung. Grammarly is an easy-to-use service you add on to your browser extension. Ich brauch keinen schnöseligen Schlipsträger. Ich brauch einen Bauarbeiter, der mir meine Wand verputzt. Hab ich bei der Bank als Kunde mal eine Frage? Sucht der Hundesohn erst mal eine Stunde meine Akte? Keine klare Antwort, doch er guckt mich an wie ein Affe. Und dafür zieht der Pisser mir einen Huni aus der Tasche. Für was denn? Guckt mich an wie ein Affe. Und dafür zieht der Pisser mir einen Huni aus der Tasche. Man ahnt natürlich. Das klingt jetzt wie der weirdest Flex der Welt schon wieder. Aber ich hab ja das Haus, in dem ich hier gerade sitze, gekauft. Es ist actually wahr, das ist mein geil. Haus. Auch ein Traum, Alter, das muss so krass sein. Wo ich hier gerade bin. Habe ich ja schon erzählt in seinen Voicemails, so manchmal, wenn wir uns Voicemails machen, halt hört man so, hört man halt so diese Freiheit im Hintergrund, entweder nix oder man hört so Vögel oder irgendwie so, man hört einfach, dass er am Meer ist und so, das ist einfach ein Dream. Und im Zuge dessen habe ich auch einige Zeit in der Bank verbringen müssen. Ich musste ganz schön viel Kram in der Bank abklären und das war wirklich so nervig. Also generell auch jetzt fernab von dem Hauskauf, mit dem Umzug in Verbindung, mit dem Auswandern, hier ein Konto eröffnen und sowas, all diese Sachen und dann das irgendwie vernünftig hinkriegen, dass das irgendwie klappt. Ist das jetzt ein Geschäftskonto, blablablub, ich teile mir ja auch mit meinen Freunden mein Geld und das dann irgendwie hier drüben auch zu klären und all diese Sachen. Ich habe so viele Stunden in der Bank gesessen und ja, so viel Zeit da verbracht, das ist irgendwie ganz schrecklich gewesen. Ganz schrecklich, kann ich voll verstehen, das ist bestimmt mega der Kopf. Also ich habe auch immer das Problem, egal wenn ich was bei der Bank will, irgendwas will, es dauert erstmal, es ist immer schwieriger, als es eigentlich sein müsste, wie beispielsweise Online-Banking zu registrieren, ist irgendwie immer so ein Riesenakt, Alter. Dann die Bank, die dir für jeden Scheiß, Alter, für jeden Scheiß, für jede Überweisung, für jede, damals noch als wie nennt man das, Rückzahlung, wenn jemand was von meinem Konto abbuchen wollte, aber ich hatte nicht das Geld drauf, mein Konto war nicht gedeckt, dann die Rückzahlung, guck mal, das ist voll krass, ich war beim Amt, Alter, und konnte jetzt beispielsweise für Sky-Ticket oder so, ne, Sky bucht irgendwann am, weiß ich nicht wann, ab 25. sagen wir jetzt mal, und ich hatte an dem Zeitpunkt nicht mal, ich hatte noch 7 Euro auf dem Konto und Sky konnte sich den 10er nicht abbuchen, ne, dann sagt meine Bank, okay, wir können dir das Geld nicht geben, schicken mir einen Brief und sehen, ich bin arm wie die Kirchenmaus, Digga, aber weil du so arm bist, ziehe ich dir noch 5 Euro Gebühren ab, dafür, dass ich dir Bescheid sage, dass Sky von dir kein Geld haben kann. Korrekt, Alter. Weißt du, so Dinge halt, ne? Ich meine, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das ist ja wohl klar, wenn du kein Geld hast, hol dir kein Sky und so. Ist for real nachvollziehbar, aber Digga, was ist das für Bastarde, Alter? Ohne Spaß, Alter. Für die ärmsten Leute, Digga, holen die dir da die letzten Groschen aus der Tasche, Digga, und ficken dich noch mehr. So richtig hängen geblieben, Digga. Ja, und sowas halt, Digga. Dann auch ich hab immer noch kein Online-Banking, ne? Und früher war das auch so, als ich immer die neuen Eingliederungsvereinbarungen vom Arbeitsamt machen musste. Oder ihr kennt das Szenario beim Arbeitsamt so. Ich brauche die Kontoauszüge von Ihnen, von Ihren letzten 3 Monaten, ne? Dann gehst du zum letzten, dann ist es dir schon todesunangenehm, du hast kein Online-Banking, du musst quasi zum Schalter gehen, weil du hast natürlich nicht deine ganzen Kontoauszüge zu Hause gesammelt, du bist ja nicht so ordentlich, das macht man ja nicht, ne? Das heißt, du musst zu dem Schalter gehen, dann druckt dir irgendeine junge 25-jährige, gut aussehende Bankangestellte, drückt dir, Kontoauszüge aus, ne? Dir ist es schon komplett unangenehm, weil du denkst, bitte guck nicht drauf, guck nicht drauf, guck nicht drauf. Sie guckt aber drauf, weist dich auch noch darauf hin, dass du zu viel Ausgaben oder sie sagt halt irgendwas dazu und sagt dir, nachdem sie sieht, dass du broke bist und du schon vor Scham im Boden versinken könntest, sagt sie dir noch, dass sie aufgrund dessen, dass die dir jetzt 30 Seiten ausgedruckt hat, dir nochmal 7,50 Euro berechnen muss. Da denke ich mir, Mädchen, ich komm dir gleich hinter die Theke und schlag dir die Zähne in den Hals, bis sie im Arschklavier spielen. Du Schlampe! Das ist Thema Bank. Und aus so einem Grund kommen dann halt so Zeilen zustande, Digga. Also mir hat die Bank irgendwie noch nie geholfen. Also,
ganz schrecklich. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, dass ich das alles erleben durfte. Aber da dachte ich mir auch manchmal so, ey, was dauert denn jetzt so lange? Was machst du da jetzt so lange? Warum dauert das so lange, was du da machst? Musst du nicht einfach nur jetzt unsere Daten irgendwie aufschreiben? Ja. Ich habe dann später herausgefunden, dass was so lange gedauert hat, war basically, dass sie mit dem Festland connected waren und denen die ganze Zeit so Sachen rübergeschickt haben. Dass ich so viel Geld mache, ist unglaublich. Doch nur damit das klar ist, zu verschenken hab ich auch nichts. Früher war's Moment mal. Viel Geld mache ist unglaublich, doch nur damit... Geld mach ist unglaublich, schenken hab ich auch nichts. Ich hab gar... Was willst du mit deinen Fingerakrobatiken? Heißt es für Akrobatiken? Heißt es Akrobatik? Mit deiner Fingerakrobatik! Es ist süß, dass er jetzt auch mit den Fingern anfängt, war schon das zweite Mal der Reaction. Ich fühle mich irgendwie so angesprochen. Hat ganz kurz gedacht, das ist aber ein kurzer Reim, aber den Geld mach und also die E-Silbe davor nicht gecatcht. Dass ich so viel Geld mache, ist unglaublich. Doch nur damit das klar ist, zu verschenken hab ich auch nichts. Früher war's finanziell echt knapp. Bei so viel Riesen, die ich mach, drück ich jetzt 50% ab, Alter. Fuck ist. Ja, Digga, Höchstprozent Steuersatz at in, Alter. Es ist Nacht, ich bin wach und schreib Tracks. Meine Freundin sagt, Schatz, komm ins Bett. Er kennt das. Er sagt einfach. Ja. Stop, Alter, fuck. Er wollte nicht flexen an der Stelle, so von wegen höchster Steuersatz, so wollte er nicht sagen, aber er sagt einfach nur, ja. Bis Nacht, ich bin wach und schreib Tracks, meine Freundin sagt, Schatz. Ja, Digga. Das kenne ich auch noch. Gerade also, als ich das erste Mal so richtig viel Geld verdient habe und dann so Steuern zahlen musste in Deutschland, das war irgendwie so wild. Ach stimmt, weil er muss ja, stimmt, er ist auf Madeira, Digga, da gibt's ja keine Steuern, deswegen gehen ja die ganzen YouTuber hin, Digga. Ja, verstehe schon, du Schlitzohriges. Weil man, gerade als so junger Mensch, ich habe ja sehr jung angefangen, viel Geld zu verdienen, gerade als dann das alles so krank angefangen hat zu laufen mit YouTube und sowas, ich habe immer versucht, Geld zurückzulegen und darauf zu achten. Man weiß ja, wenn man selbstständig ist, du musst irgendwie Steuern bezahlen, blablabla. Das ist sehr komisch als Selbstständiger, weil du das ganze Geld ja trotzdem bekommst. Du kriegst all dein Geld, musst dann am Jahresende eben die Steuern zahlen. Oder im Quartal, ich weiß es auch nicht. Ich habe vor sowas so wenig Plan. Ich auch, habe so mega wenig Plan, Alter. Das ist so die Hölle. Ich rap darüber, dass ich der Boss bin. Es läuft bei mir. I made it. Und ich habe so keinen Plan. Also, guck mal, natürlich habe ich schon ein bisschen Plan. Ich habe, Gott sei es gedankt, Spoofy an meiner Seite. Mit dem ich immer zum Steuerberater renne. Dicker, dann der Steuerberater. Bei mir ist es verzwickt. Wir haben jetzt eine GbR gegründet. Ich versuche es nicht so krass aus dem Nähkästchen zu plaudern. Eine GbR gegründet, Larry und ich, Spoofy und ich. Und das ist alles nicht so einfach, weil die GbR eigentlich schon begonnen hat, als ich noch beim Amt war. Versteht ihr, wie ich meine? Also so, obwohl man nichts schriftlich gemacht hat, sobald man zusammen irgendeinen Gewinn bezieht, ist das in Deutschland eine GbR. Egal, ob das muss nirgendwo stehen. Das heißt, ich habe eine GbR schon am Laufen gehabt, habe aber eigentlich schon Geld verdient. Das heißt, das Amt, ich muss es mit dem Amt klären, was ich Gott sei Dank gemacht habe. Dann musst du ein Startkapital mit einbringen, um eine GbR gründen zu können. Dann musst du, lief jetzt alles über den Spoofy eigentlich alles erst. Ne? Das muss jetzt aber irgendwie, muss es ja rückwirkend auch auf mich gelaufen sein, weil es muss ja nur auf mich laufen. Das heißt aber, dann entsteht ein anderer Steuersatz, wie wenn Spoofy das alleine wäre, wenn ich damit drin bin. Dann kommt noch ein Anwalt dazu, Digga, ein Anwalt, der 250 Euro die Stunde kostet. Ich sitze einen Tag von halb zwölf bis halb vier beim Steuerberater, der auch nicht billig ist die Stunde. Dann kommt irgendwann noch ein Anwalt den nächsten Tag dazu, ne? Und dann sitzt du beim Steuerberater, beim Anwalt und bis du das alles durch hast, hast du erstens keine Nerven mehr und bist irgendwie ein Taui los oder so, ne? Und dann geht's erst los. Dann geht's erst los, Dicke. Und auf einmal, ich will jetzt nicht hier einen auf Big Boss und ich fühle mich wie Jay-Z machen oder sonst was, ne? Aber dieser Slogan, more money, more problems, Dicker, ich weiß nicht, natürlich bildet man sich da viel ein, aber ich sag dir ehrlich, seit ich Geld verdiene, habe ich das Gefühl, ich gebe nur noch Geld aus. Nur noch, Dicker. Ich bin nur noch am hier zahlen, da zahlen, das zahlen, die wollen das, die wollen das, die wollen das, die wollen das, die wollen das. Wirklich wahr, Dicker. Ja, aber ich fühle das so hart, was er sagt, weil ich habe auch viel zu wenig Ahnung. Ich habe wirklich viel zu wenig Ahnung, Alter. Das Ende eben die Steuern zahlen oder im Quartal, ich weiß es auch nicht. Ich habe vor sowas so wenig Plan, das ist unglaublich. Aber ich habe damals gedacht, ich habe genug zurückgelegt und aufgepasst, aber auf einmal zahlt man dann fast 50%, ich glaube 42% oder so oder 45, weiß gar nicht genau. Und auf einmal hat man ganz große Troubles, weil man nicht genug Geld hat.
und weil die irgendwelche Steuerprüfungen machen von irgendwelchen Steuererklärungen von davor, wo man irgendwie, ich habe keine Steuern von letztem Jahr noch und so, genau, Alter. Nicht absichtlich, aber mein Steuerberater von damals hatte dann irgendeinen Fehler gemacht. Auf einmal wollen die mich so richtig auseinandernehmen und ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe so Sachen öffentlich nie so richtig erzählt, aber ich habe schon echt schlimme Probleme mit Steuern gehabt. Nicht, weil ich irgendwie ein Hund bin, der versucht hat, Steuern zu hinterziehen oder so. Weil du es einfach verrafft hast, Alter. Sondern einfach, weil ich gefühlt als kleiner Junge erfolgreich geworden bin und diese Sachen nicht verstanden habe. Yeah. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt man ja auch. Aber um es mal so zu sagen, das Finanzamt hat mir schon das ein oder andere Mal in den Arsch gefickt. Und das nicht konsensual, okay? Ich wollte das hier, der Lecky in dem Arschloch drin. Bitte das nicht. Aber ich habe alles irgendwie überlebt, bin aus allem irgendwie rausgekommen. Aber mein Konto ist auch schon gepfändet worden und so Sachen. Das waren unangenehme Zeiten. Also es ist dieses typische Ding von, du hast zwar viel Geld und dir geht es dann gut, aber du verpeilst irgendwie, weil du dumm und jung bist, wie viel du dann noch abgeben musst und bist auf einmal in so ganz komischen... Oh, er redet so, ich will mal Stopp drücken kurz, ich will dazu was sagen. Genau deswegen mache ich es auch, also ich will jetzt nicht sagen, wie viel ich im Monat kriege und wie viel ich mir auszahlen lasse vom Jiggy-Konto, so, es ruft nicht auf dem Jiggy-Konto halt, wo das Ganze draufläuft, so, wir machen alles, da geht der ganze Pot halt, diese ganzen Dinge halt drauf und davon ziehen wir uns jeder 50% raus und jeder kriegt halt so seinen Anteil. Und ich habe auch zum Spoofy gesagt, so, ich brauche unbedingt, ich will mir so viel auszahlen lassen, dass ich jeden Monat ein Batzen auf so ein separates Konto zurücklegen kann, ne, wo das einfach drauf geht, einfach drauf, so, ne, weil ich auch Angst habe, wenn ich mir jetzt, sagen wir jetzt mal, ich würde mir jetzt 10.000 im Monat auszahlen lassen, ne, dann habe ich auch Angst vor mir, erstens, dass ich so mit dem Geld nicht gut umgehe, weil ich denke dann schon, oh ja, hier irgendwie, keine Ahnung, Lacoste wird der Mann, Honi, da eine hilfige Jacke für 170, da mal dies, da mal neue Air Force machen lassen, da mal gut essen gehen, ja, irisches Rinderfilet geht, kein Problem, ich lade euch ein, bap, bup, bup, Alter, eine Woche 1.200 Euro weg und ich denke mir so, okay, ne, das heißt, ich habe immer auch Angst vor mir, weil ich einfach nicht so gut mit Geld umgehen kann, deswegen lasse ich mir was auszahlen, und davon nehme ich die Hälfte und lege es auf ein separates Konto. Und weil ich auch da genau davor Angst habe, weil jetzt auch Ende 2021 kommt dann die Steuernachzahlung, muss ich Steuern machen und so. Das macht dann mein Steuerberater, aber das wird auch auf jeden Fall, oh, Spoofy, wenn du hier im Chat bist, ne, und ich rede zu viel, kannst du mich gern bremsen. Eieiei, es ist aber ein. Und diese ganze Unsicherheit, diese ganze Angst und diese ganze Wut auch vielleicht irgendwie über mich selber auch, weil ich es einfach nicht verstehe und weil es für mich einfach hochkompliziert ist so. Das ist einfach so krass, was du da alles beachten musst, ohne Spaß, Alter. Und das hat mich dazu gebracht, diesen Song zu schreiben. Anderen Geldproblemen mit ganz anderen Zahlen und so gefangen, die du vorher noch gar nicht kanntest. Das war echt irgendwie super weird. Aber ich bin ziemlich blessed. Also ich bin da auch so easy wieder rausgekommen. Es war einfach nur für den Kopf. Wie Monte immer sagt, es war eine blöde Zeit der Kopfschmerzerei. Stopf Geld in die Kissen. Ja, ja. Nur Bares ist wahr. Ja, ja. Will von Banken nichts wissen. Ja, ja. Heißt, leck mich am Arsch. 50 Riesen im Parkettboden, du. Das war das erste Mal, der Reaction, das in kurzen Moment das Gefühl hatte, dass er es fühlt. Siehst mich auf. Ist halt so ein Banger, dieser Song. Das ist halt nicht so dieser Crasher, wo die Leute da sitzen und Stankface machen. Ja, ja. Heißt, leck mich am Arsch. 50 Riesen im Parkettboden, du siehst mich auf Cash sitzen. Permanent grinsen, als ließ ich mich faceliften. Ich war nie wirklich gut in Mathe, doch ich weiß, 50 Batzen minus 0 sind immer noch 50 Batzen. Oh, was sagt er dazu? Das ist nämlich überhaupt kein Reim. Wie viel ich verdiene, schon wieder bei der Finanz... Ich hab jetzt schon extrem viel erzählt, aber echt wenig zum Song gesagt. Das tut mir leid. Aber die Bars bringen mich gerade auf Gedanken und Geschichten. Ist doch gut. Geschichten. Wie viel ich verdiene, schon wieder will das Finanzamt checken. Ja, ja. Ich krieg... Die Reimkette mag ich zum Beispiel auch sehr. Die mag ich auch sehr, die Reimkette. Mal gucken, ob die ihm auffällt. Gedanken und Geschichten. Wie viel ich verdiene, schon wieder will das Finanzamt checken. Ich krieg kalte Füße wie in Adiletten. Da reibe ich beispielsweise auch wieder I auf Ü. Wie viel ich verdiene, schon wieder will das Finanzamt checken. Ich krieg kalte Füße wie in Adiletten. Mein Steuerberater trickst, um mir den Arsch zu retten. Und dafür wird er geschmiert wie alte Fahrradketten. Das ist aber nicht ganz legal. Das fand ich... Legal, illegal, scheißegal! Ich habe auch immer wild mit Steuerberatern, weil ja der Job eines Steuerberaters ist, dich gut durch die Steuern zu bringen. Und der versucht ja dann basically, gute Grauzonen auszunutzen und so. Blablub, irgendwie komisches System. Was ich auch sehr komisch fand, ich habe ja gesagt, ich hatte so ein Problem, dass irgendwie in meiner Steuererklärung einige Einnahmen nicht als Einnahmen markiert waren und so. Blablub, ich hatte den Vorwurf, dass ich Steuern hinterzogen habe. Habe ich aber nicht. Ich habe einfach nur einen fucking Steuerberater bezahlt und gedacht, der macht gute Arbeit und hat dann die Erklärung, die der gemacht hat, unterschrieben, weil ich ja keinen Plan habe, wie das funktioniert. Deswegen
Ekelhaft, Alter. Deswegen habe ich jemanden dafür bezahlt. Plot Twist, der hat da Fehler gemacht, für die ich dann bußen musste. Und der musste nicht dafür einstehen. Das war eine sehr weirde Situation. Ich möchte an der Stelle mal, während die Werbung läuft, ganz kurz auch noch meinen Steuerberater in Schutz nehmen, der natürlich nicht trickst, um mir den Arsch zu retten, sondern der sich natürlich, wie jeder Steuerberater es macht, in diese Grauzonen, oder so habe ich es zumindest verstanden, mein Tadel das, sich in diese Grauzonen begibt, um natürlich somit das Leben mir leichter zu machen. Also der trickst natürlich nicht. Also sollte jetzt vielleicht irgendjemand meinen Steuerberater kennen oder er diese Reaction auch irgendwann sehen oder den Song hören. Das ist natürlich einfach alles nur hier pures Entertainment, Dicke, und Laberei im übertriebenen Maße. Das war richtig schlimm. Also auf einmal wird dir so gesagt, hey, du hast Steuern hinterzogen. Und ich habe es wirklich, also ich würde das jetzt hier nicht erzählen, wenn es nicht stimmen würde. Das wäre absolut weird. Ich habe nichts absichtlich da falsch gemacht, oder? Ich glaube dir das sofort, ich schätze dich noch gar nicht so ein. Also ich habe einfach nur die Steuererklärung, die mein Steuerberater gemacht hat, unterschrieben und dann Jahre später auf einmal Probleme dafür bekommen, weil der da irgendwas falsch gemacht hat. Und der musste nicht dafür büßen. Der hat dafür keinen Trouble bekommen. Das ist richtig ekelhaft, also, ne? Wurde mir die ganze Zeit gesagt, ja, der Steuerberater, der büßt halt mit seinem Ruf. Also, wenn du das jetzt weitererzählst, möchte ja niemand zu dem gehen, so mäßig. Ich dachte mir so, what the fucking ja, aber fuck, ehrlich. Also, wenn ich jetzt nicht so eine glückliche Situation hätte, dass ich sehr gut verdient habe und auch Freunde habe, die mich auffangen und so weiter. Wenn ich jetzt in einer richtig schlimmen Situation gewesen wäre, hätte ich ja, das hätte mein Leben zerschossen. Der ja, und der Gerichtsvollzieher, dem Steuerberater wäre es scheißegal gewesen. Der hat trotzdem von dir die Kohle bekommen, alle denken, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich denke gar nicht daran, ihm das Geld zurückzuzahlen oder das auf meine Kappe zu nehmen. Ich zahle ja mit meinem Ruf, Digga, Wayne. Hätte einfach mein Leben zerstört mit diesem Fehler und hätte nicht mal dafür bußen müssen. Das war richtig, richtig, richtig weird. Am Ende, das war nicht weird, das war asozial, Alter. Ich sage, es hat irgendwie geklappt, aber das war auch so schlimm. Ich habe diese Nachricht, dass das da passiert ist, in Japan bekommen. Ich war in Japan und bin da so ach, unterwegs. Ach was? Ist noch gar nicht so lange her, oder? Oder war er mehrmals in Japan? Einmal kriege ich so Nachrichten, yo, dies und das, Steuern hinterzogen mit der und der Höhe. Und ich lese da diese riesigen Zahlen und sehe so, okay, fuck. Ja, am Ende des Tages sitze ich jetzt auf einer Insel und es ist alles gut und ich bin einfach nur happy und deswegen scheiß mal auf das alles, aber in dem Moment ist mir das Herz in die Hose gerutscht, auf jeden Fall. Das ahne ich auch, glaube ich. Was er da sagt, pass auf. Und dafür wird er geschmiert wie alte Fahrradketten. Er sagt, Jay, du brauchst mehr Ausgaben. Gut 10 iPhone 12 Pro Max in jeder Scheißfarbe. Du brauchst mehr Ausgaben. Gib die Kohle okay. Her. Ja, die Ausgaben. Okay. Kannst du gegenrechnen? 10 iPhone 12 in jeder Scheißfarbe. Ist halt so dumm, du musst halt auf geschäftliche Ausgaben, keine Steuern zahlen. Und ich hatte das auch schon mal, das ist ein Homie. Also aber das ist natürlich auch hier voll sinnlos, weil wenn ich mir 10 iPhones in jeder scheiß Farbe geholt hätte, also in dem Fall Gold, Schwarz, Silber, Blau, 4 mal 10, 40 iPhones Pro Max, dann wären das, weiß ich nicht, 50.000 Euro. Und das ist natürlich voll schwachsinnig, dass ich die dann nicht hätte gegenrechnen oder dass ich die hätte gegenrechnen können, weil ich hätte sie ja gar nicht für das musikalische, für den musikalischen Zweck verwendet. Also ich hätte sie ja gar nicht für mein Business verwendet, sei denn ich hätte sie verlost oder so. Aber dass ich mir für 50.000 iPhones hole und die dann schwarz hinterrücks verkaufe, macht ja überhaupt keinen Sinn, Digga. Das geht nicht. So, ne? Also ihr werdet jetzt absolut nicht drauf kommen, auf wen, aber dass ein Homie zu mir gemeint hat, boah, ich glaube, ich muss dieses Jahr irgendwie noch ein Auto kaufen oder so, damit ich weniger Steuern zahlen muss. Irgendwie so ein weirdes System. Also bei mir. Also du kannst natürlich 10, wie gesagt, wenn ich wirklich jetzt 50.000 Euro gerne hätte, um sie gegen meine Ausgaben zu rechnen oder gegen meine Einnahmen zu rechnen, dann hätte es natürlich Sinn gemacht, wenn ich so viel Einnahmen gemacht hätte, dass 50.000 Euro gut wären, wenn ich sie zum Gegenrechnen hätte, weil aber ich hätte dann natürlich, wie gesagt, diese 10 iPhones, diese 40 iPhones in irgendeiner Art und Weise in mein Business mit einbringen müssen. Das ist gerade für mich auch, vielleicht labere ich auch nur Scheiß, aber so verstehe ich das. Wenn ich Müll rede, tut es mir leid, hat jeden, der es versteht. Wenn ich die für mich privat habe, kann ich die nicht gegenrechnen. Deswegen sagt er ein Auto. Aber wenn ich mir jetzt ein Auto, ein Firmenauto kaufe, ist es wieder was anderes halt. Ist nie dazu gekommen, weil ich wenn ich Ausgaben habe, sind das meistens geschäftliche. Also ich kopp halt Essen und sowas. Aber jetzt bis auf dieses Haus habe ich sonst immer nur Equipment und sowas gekauft. Deswegen ist das meiste, was ich ausgebe, immer absetzbar. Aber ja, Mann, das mit dem Equipment fühle ich auch. Uiuiui, was ich hier letzten Winter rund um Weihnachten mit Spoofy am Ende des Jahres, ihr wisst schon warum, hier mir für Equipment zugelegt habe. Heilige Gloria am siebten Himmel Gottes, oder hättest du dir wirklich auch ein Auto kaufen können, Alter? Lustiger Einwurf. Wenn du eins brauchst, Gold, Schwarz, Silber, Blau, doch beeil dich, denn die Ware ist bald aus. Aber leise Mann, halt mal dein Maul. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil die Zeile finde ich eigentlich auch sehr gut und die ist sehr underrated, wenn ihr mich fragt. Sein eigener Chef zu sein heißt, zahlt sich aus.
ist eigentlich geil, diese Zweideutigkeit. Das zahlt sich aus, es macht Sinn und zahlt sich aus. Ein eigener Chef zahlt sich ja im wahrsten Sinne des Wortes aus, halt so, ne? Finde ich eigentlich sehr geil. Jigi ist ein iPhone-Reseller. Sein eigener Chef zu sein heißt, zahlt sich aus. Vielleicht land ich im Bau wie ein Notarzt-Telly. Mm. Sein eigener Chef zu sein zahlt sich aus. Zahlt sich aus, aber man zahlt ja auch sich aus, weil man sein eigener Chef ist. Danke, Tattel, danke. Das finde ich ein sehr guter Vergleich. Das finde ich auch nice, Alter. Endlich sagt es mal jemand, Alter. Das ist einer von diesen, wo man sich so denkt, ah, nice, der ist clean, schön, kurz, einfach. Das sind die Dinger, die man immer sehr gerne hat. Sein eigener Chef zu sein heißt, zahlt sich aus. Vielleicht land ich im Bau wie ein Notarzt-Helikopter. Hat sich gerade ein Bauarbeiter seine Hand abgehauen. Alter, ciao. Es ist Nacht, ich bin wach. Hatte ich auch eigentlich eine gute Zeile, aber ich glaube auch, dass die jetzt im Nachhinein, habe ich unter dem Video, meine ich, gelesen zu haben, dass Kolle die auch schon mal hatte irgendwo. Ich land im Gefängnis mit dem Heli, nur um Farid rauszuholen, oder? Hab ich da nicht drauf reacted bei irgendwelchen Collerline? Ich weiß nicht mehr. Und schreib Tracks, meine Freundin sagt, Schatz, komm ins Bett. Ja, ja. Moment, vielleicht land ich im Bau wie ein Notarzthelikopter, wenn sich gerade ein Bauarbeiter die Hand abgehauen hat. Oh nein. Das ist genau das andere Beispiel, was ich meinte. Eben der Vergleich, so richtig schön klein, kurz, clean. Und dann der Vergleich im Bau landen. Dann riesiges Setup, damit es Sinn ergibt. Weil der Notarzthelikopter natürlich auf der Baustelle landen muss, wenn ein Bauarbeiter sich verletzt hat. Also das fühle ich, dieses riesige Setup, also die Aussage bestätigt eigentlich auch mein Reimschema, weil ich die zweite Zeile lang gemacht habe, um eben dieses ganze Setup darin unterbringen zu können, was er gerade sagt. Ich starte auf die erste Zeile, in dem Fall die 15., aber in dem Gerüst ist es die erste. Vielleicht land ich im Bau und dann kommt Ende der ersten Zeile, wie ein Notarzthelikopter hat sich gerade ein Bauarbeiter seine Hand abgehauen. Also da ist sehr viel Space, den ich gebraucht habe, um eben die Pointe zu formulieren. Hat er schon recht so. Die Line ist jetzt nicht wack, aber es ist wirklich das perfekte Gegenteil zu dem, was ich davor meinte. So ein Wortspiel, was nur funktioniert, wenn man so ein riesen Setup dahin bastelt. By the way, ist es typisches Entertainment-Reimschema. No hate, ich feier's ja des Grauens, aber das ist die letzten zwei Zeilen, die ich da rappe, ist typische Entertainment-Schema. Könnt ihr gerne gegenprüfen. Ich wette mit euch, dass ich zu 90% recht habe. Ist aber no front, null, nur Liebe für die Boys. Meine Freundin sagt, Schatz, komm ins Bett. Ja, ja, keine Zeit, ja, ja. Ich mach gerade Cash, 30 Riesen in der... Was mich am meisten abfuckt an dem Video, ich finde mein Outfit da echt fresh. Der Pulli kam nicht ganz so zur Geltung, der ist mega, der freshe Pulli ist einer meiner Lieblingspullis. Ist auch der Pulli, wenn ich den anhab, oder letztens hat auch eine Story gemacht, da schreiben mir die Leute, boah, das ist ein Pulli. Der kommt da leider gar nicht so zur Geltung. Was mich aber am meisten triggert, ist, dass ich an diesem Tag meine billigen 50 Euro Reebok-Schuhe anhatte. Mann, ich dachte mir wirklich, ich muss die nochmal heimfahren, die neuen Schuhe holen hier, du Kellner. Die falschen Schuhe angezogen, das ist Anfängerfehler. Apropos Schuhe, letztens war ich mit meiner Freundin unterwegs, letzten Sonntag waren wir unterwegs, mit meinem Sohn zu dritt waren wir unterwegs, Spaziergang gemacht, Ausflug bisschen, und wir fahren auf einmal durch eine Stadt und da gibt es ein riesen Schuhhaus und meine Freundin sagt, guck mal Schatz, der Laden heißt Billo-Schuhe. Und ich gucke da hin, ich denke mir, da steht echt Billo-Schuhe. Das ist so ein riesen, wie so Deichmann, so ein riesen Laden war das, Alter. Und der heißt einfach Billo-Schuhe. Junge, also wie kann man denn seinen Laden Billo-Schuhe nennen, Digga? Jetzt mal wirklich, also ich weiß nicht, ob es nur in meiner Umgebung hier oder in meiner Welt der Begriff Billo für billig steht, aber Billo, Digga, Billo-Schuhe. Da kannst du eigentlich voll die lustige Zeile draus machen. Du kaufst dir Billo-Schuhe bei Billo-Schuhe, Alter. Das ist ja wirklich... Band da versteckt, ja, ja. Stopf Geld in die Kissen, ja, ja. Das war gerade ein Spaß mit den Reeboks übrigens. Ich feiere die Reeboks, Alter. Das ist nur aber bei Real Talk. Warte mal. Ich finde sie nicht mal. Wisst ihr, warum ich die Schuhe nicht finde? Weil sie entweder im Bad stehen, weil sie komplett mit Schlamm voll sind, oder sie stehen auf dem Balkon, oder sie stehen im Keller in der Waschküche, oder sie liegen im Auto, weil ich die mir in den Garten anziehe. Also das sind wirklich meine Drecksschuhe, muss man wirklich mal so sagen. Ich feiere die, aber das sind die Schuhe, die ich anziehe, wenn ich nicht schick rausgehe. Und deswegen passt es irgendwie nicht ganz zu dem Outfit. Ja, ja. Alle ja, ja in den Chat. Ja, alle ja, ja in den Chat. Leck mich am Arsch. Okay, ja. Cooler Song.
Jiggy, falls du das gerade siehst, es tut mir leid, dass ich nicht so viel zum Song gesagt habe. Alles gut, ich hab das total gefeiert, Alter. Das hat mich auch befriedigt, dass auf dieser Welt noch mehr anstrebende, selbstständige, erfolgreiche Menschen Probleme mit der Selbstständigkeit und alles, was dieses Finanzengedöns mit sich bringt, haben. War für mich Wärme fürs Herz, Alter. Aber wie gesagt, die Sachen, die du da erzählst, da kann ich sehr zu relaten, deswegen sind ein paar Storys. Can you relate? Sprudelt. Es ist, was es ist. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Guter Song. Ich weiß, was du meintest mit, ist ein bisschen untypischerer Jiggy. Auch. Hab ich dir das gesagt, oder was? Weil das Video so einfach nur du bist, wie du da Cappuccino trinkst, Boss-like, aber es passt irgendwie auch zum Text. Ich bin ein Baller, rede über meine Finanzprobleme und schaue dabei in das Tal hinunter. Irgendwie ein gutes Bild. Peace geht raus. Zurück. Ich freue mich aufs nächste Video. Ciao. Oh, nice, Alter. Aufs nächste Video. Weiß ich noch nicht genau, was der meint, aber das wäre nice, wenn er auf Made It reacten würde. So. Das würde ich wirklich feiern. Das würde ich wirklich feiern, Alter. Das würde ich wirklich feiern. Das ist jetzt aber kein Aufruf, ihn zuzuspammen. Spammt ihn zu. Ja, nichts als Liebe von Tatli Tatat.